Hallo, mein lieber Widder, schön, dass du da bist. Liebe Grüße und herzlich willkommen zu deiner Geburtstagslegung. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Widderzeit, schöne Geburtstage, viel Glück, Liebe und Gesundheit. Widder, wir schauen uns jetzt mit dem keltischen Kreuz an, was sich da so zeigen will bei dir, was wichtig sein kann, was vielleicht auch schon präsent ist, worum es geht. Das beleuchten wir dann gleich und ja, du bedenkst einfach, dass die Legung natürlich wie immer allgemein ist und nicht unbedingt auf alle Widder zutreffen muss, aber das wisst ihr ja, ihr werdet das spüren. Hier können sich auch sämtliche Themen aufzeigen und ja, die Zeit, wann die Deutung beginnt, findet ihr unterm Video, weil das Auslegen ein wenig länger dauern kann. Es hängt auch manchmal von den Dekaden ab, ob sich das Ganze schon zeigt, ob das schon da ist oder ob sich das langsam anbahnt, ob ihr jetzt in der ersten, zweiten oder dritten Dekade Geburtstag habt. Aber wie gesagt, das werdet ihr spüren. So, dann schauen wir mal wieder. Was ist denn da los? Worum geht es wieder? Für alle wieder, die in der ersten, zweiten und dritten Dekade Geburtstag haben. Was ist das Thema wieder? Worum geht es? Worum geht es beim Wieder? Worum geht es? Worum geht es wieder? Was kreuzt es? Wovon wird es gekreuzt? Wovon wird es gekreuzt? Wieder, wovon wird es gekreuzt? Was sind die bewussten Gedanken vom Widder? Bewusste Gedanken. Was zeigt sich in den bewussten Gedanken auf? Oh. Was zeigen die unbewussten Gedanken auf? Was ist im unbewussten Gedankenbereich los, oder? Die unbewussten Gedanken. Was im Unbewussten los? Voilà. Was war in der nahen Vergangenheit gewesen? Wieder? Voilà. Was passiert in absehbarer Zeit? Was zeigt sich in absehbarer Zeit? Was zeigt sich in absehbarer Zeit? Was zeigt sich in absehbarer Zeit auf? Heieiei. Drei Stück. Wie sieht Widder das Ganze? Wie steht Widder zum Thema? Was kommt von außen auf Widder zu? Was kommt? Oh, auch so viele. Na gut. Was sind die Hoffnungen oder Ängste vom Widder? Hoffnungen oder Ängste? Hoffnungen oder Ängste? Widder? Hoffnungen oder Ängste? Hoffnungen oder Ängste? Widder? Was ist in den Hoffnungen oder Ängsten los, Widder? Hoffnungen oder Ängste, Widder. So, was sagt die Ausgangslage? Wie sieht die Ausgangslage aus? Wow. So, Widder, Moment, ich muss das mal eben hier. Im unteren Deck haben wir übrigens die Dame, die Hauptperson, also du selbst oder auch eben eine Dame, je nachdem, ob du als Mann oder als Frau zuschaust. Es kann um eine Dame gehen oder ja, du selbst bist präsent. Es geht um ein Thema, was dich sehr, sehr beschäftigt. Es geht darum, dass sich etwas für dich speziell dann auch verändern kann, ne? Weil du bist im Fokus. Das Ganze, was mit dir selbst sehr viel machen kann. So, wieder, wir schauen jetzt. Also, worum geht es? Die Wolken.
Es geht um Unklarheiten, um Unsicherheiten. Eine Sache, die einem noch unklar ist, wo man sich noch unsicher ist, wo man vielleicht noch in Wolken reinschaut. Das kann jetzt in sämtlichen Bereichen so sein. Das kann auch in einer Verbindung so sein, dass man sich da unsicher ist, unklar mit dieser Verbindung, mit diesem Menschen in dieser Verbindung. Ne? Man hat noch keine klare Sicht. Man ist sich selber unsicher oder der Mensch lässt einem in Unsicherheiten stehen. Die Situation ist noch nicht glasklar. Es ist noch wolkenbehaftet. Ne? Können auch noch so trübe Gedanken aufzeigen. Wovon wird es denn gekreuzt? Der Ring, siehst du ja. Das ist ja die Verbindung, eine Beziehung. Es kann um eine Verbindung zu einem Menschen gehen, wo man sich einfach unsicher ist. Ne? Das ist auch der ständige Kreislauf. Man hat die Sicherheit noch nicht da, man kann noch nicht klar sehen, man hat noch keine klare Sicht vor Augen. Ja, man fühlt sich verbunden zu einem Menschen, es geht um eine Beziehung. Man ist sich vielleicht nicht sicher, ob das Ganze in eine Beziehung übergehen kann, ob das Ganze in die Verbindung geht. Natürlich kann das auch etwas Vertragliches sein, ne? Wo man sich einfach noch unsicher ist. Etwas Berufliches, Unsicherheiten im Beruf, vertraglich oder auch eben der Kreislauf, der sich hier zeigt, wo man einfach noch keine klare Sicht hat. So, deine bewussten Gedanken, was haben wir denn da? Da haben wir den Baum. Oh, und das Herz. Ja. Das ist Wachstum und dann haben wir hier die Liebe oder auch eben die Selbstliebe, die Selbstverwirklichung. Das kann etwas speziell mit deinem Selbstwert, mit deiner Selbstliebe auch zu tun haben. Wachstum, was sich da zeigt, innerlicher Wachstum, ne? Etwas zum Wachsen bringen, selber an etwas wachsen, sich etwas erfüllen, ein Herzenswunsch, ein Herzenstraum. Aber das kann auch die Verbindung, die Liebe anzeigen, ne, die wachsen muss. Also man ist sich dessen bewusst. Ne? Vielleicht wartet man ja auch schon sehr, sehr lange, steckt in so einer Wartehaltung. Ne? Man wartet, dass sich etwas endlich erfüllt, dass man sich auf Liebesebene begegnen kann. Man ist sich bewusst, dass die Liebe erstmal wachsen muss. Ne? Dass etwas standhaft und sicher sein kann. Ja, natürlich kann das auch wirklich, wie eben schon gesagt, die Selbstverwirklichung sein. Der innerliche Wachstum, der sich hier zeigt, eine herzliche Sache, mit sich überhaupt im Reinen zu sein. Man möchte diese Stabilität haben, man möchte diesen Wachstum erleben, man möchte das vom ganzen Herzen. Ne? Das ist etwas, was das Herz einfach berührt. Ne? So, was sagen denn die unterbewussten Gedanken auf? Die Lilien und die Ruten. Also, ja, man ist vielleicht hin und her gerissen, weil man sich nicht sicher ist in dieser Verbindung. Ne? Ist das mehr so eine Affäre, eine oberflächliche Affäre oder kann das einfach auch mehr werden? Man steckt da wirklich noch so im Zwiespalt. Das ist auch die innerliche Harmonie, das ist der Friede, wo man einfach noch im Konflikt steht mit sich selber, weil man hier noch Unsicherheiten hat. Ne? Man befindet sich noch im Kreislauf der Unsicherheiten. Oder auch eben, ja, kann sich diese Liebe entwickeln oder bleibt das affärenmäßig? Ich weiß ja nicht, vielleicht hat sich das schon in einer Art Affäre entwickelt und man hofft natürlich darauf, dass sich etwas tiefer verbinden kann, dass etwas in eine Beziehung übergehen kann. Ne? Man ist da auch hin und her gerissen. Natürlich zeigt das auch die männliche Person an, ne? Dass man da in Konflikt steht mit diesem Mann. Dein Unterbewusstsein ist auch ständig im Zwiespalt hin und her gerissen, in Konflikt, ne? Weil man hier auf Harmoniesuche ist, weil man den Frieden haben möchte. Man überlegt die ganze Zeit hin und her, man beschäftigt sich mit dieser Sache, man überlegt, man wägt ab, man denkt hin und her. Das kann ja auch wirklich, ja, so eine heftige Affäre anzeigen, ne? Körperlich, auch bezüglich der Nähe, dass das wirklich einfach jetzt so die leidenschaftliche Energie ist. Ne? Man hat einen Menschen kennengelernt und man spürt Leidenschaft, Verliebtheit, ne? Das Körperliche und ja. Man möchte aber natürlich auch den innerlichen Frieden dann haben, ne? Dass man sich sicher sein kann in dieser Verbindung. Gucken wir mal, was war in der nahen Vergangenheit los? Da haben wir den Fuchs. Es kann sein, dass man vielleicht auch
viele Täuschungen hinter sich hatte oder auch, ja, dass man sich nicht sicher war oder sicher ist, ist das die richtige Richtung, wo sich das Ganze hinlenkt, ne? Oder auch eben dein Wachstum, ne? Deine Selbstliebe. Vielleicht hatte man vorher die falschen Wege vor sich, ne? Hatte falsche Wege eingeschlagen oder etwas lief einfach auch falsch. Das kann auch eine Täuschung sein. Vielleicht konnte man diesen Menschen einfach noch nicht durchschauen oder es haben in der Vergangenheit auch viele Täuschungen stattgefunden, ne? Maskeraden oder aber man hat sich schon in der Vergangenheit eine gewisse Strategie entwickelt, ne? Wie man das Ganze hinlenkt, wie man sich auf diesen Menschen zubewegen kann, ne? Oder man hatte einfach auch in der Vergangenheit viele falsche Wege vor sich, sowas in der Art, oder auch Menschen, die sich einfach falsch verhalten haben, ne? Wo etwas in die falsche Richtung gelaufen ist. Und jetzt hat man natürlich auch Bedenken, dass das jetzt wieder so sein kann. Ist ja ganz normal. So, wir schauen mal, was passiert denn jetzt in absehbarer Zeit? Was kommt da auf Widder zu? Da haben wir den Reiter, den Brunnenohr und den Schlüssel. Wow. Also, der Reiter, das ist ja so eine Art Bewegung, Aussendung, Kommunikation. Hier haben wir den Brunnen, der für Tiefe steht, der auch für Wünsche steht, ne? Und dann haben wir hier nochmal die Sicherheit, den Schlüssel zum Erfolg. Es kann sein, dass da jemand auf dich zukommt, dieser Mensch, ne? Es kommt Bewegung rein, man bewegt sich auf dich zu, was dann auch wirklich tief geht, wo man dann auch seine Sicherheiten bekommt, wo man sich sicher sein kann, wo man den Schlüssel dann in der Hand hat, um sich etwas zu eröffnen. Ne? Es können natürlich auch die Gedanken sein. Ne? Man weiß, man merkt, man fühlt, dass das Ganze in Richtung Tiefe geht. Es wird immer tiefer. Also die Verbindung vertieft sich hier. Ne? Es kann sein, dass dieser Mensch so eine Art Kommunikation aussendet oder auch wirklich Bewegung, dass ihr euch dann ein Stück weit sicherer sein könnt, dass es in Richtung Tiefe geht, ne? Auch von diesen Menschen aus. Und wenn das etwas ist, was euch selber betrifft, dann werdet ihr euch sicher sein, dass ihr an diesem Wunsch, an diesem Traum arbeitet, beziehungsweise daran festhaltet, dass ihr euch Dinge ermöglichen könnt, ne? Wir klären das jetzt mal auf. Was ist denn hier los in absehbarer Zeit? Der Reiter, der Brunnen und der Schlüssel wieder. Ja, ich habe das Gefühl, dass dieser Mensch auf euch zukommt oder dass ihr da irgendetwas entdeckt, was wirklich sehr tief gehen kann, ne? Oh, das Kind. Noch eine Karte. Wieder, was ist denn hier? Und die Münzen, das Geld. Also, das Kind ist hier der Neuanfang, die Neuanbahnung, Leichtigkeit, Lockerheit. Und dann haben wir hier die Sicherheit, beziehungsweise die Vermehrung, ne? Etwas geht in die Vermehrung, der Neuanfang, die Neuanbahnung, sich anzubahnen zu diesem Menschen. Etwas Neues, was die Sicherheit vermittelt. Ja, dieser neue Mensch oder auch diese neue Situation gibt dir einfach diese Sicherheit, diesen sicheren Boden. Münzen, das ist Sicherheit, das ist Stabilität. Natürlich kann das auch für Finanzen stehen, ne? Erfolgsbedingt. Das ist das, was dir Unsicherheiten bereitet, ne? Wo sich eine Anbahnung zeigt, was wir hier auch schon gesehen haben, was dir dann Sicherheit vermitteln kann, ne? Dass man sich auf sicherem Boden befindet hier mit diesen Menschen in dieser Verbindung. Was haben wir da im Hintergrund? 67. Och, das ist das Mädchen. Das ist genau das gleiche in Grün praktisch. Nur halt noch ein bisschen leichter, sensitiver, empfindsamer. Also ja, das ist so dieses Schweben, das ist dieses Träumen. Das ist auch ein Neuanfang, ne? Etwas, was dich auch zum Schwelgen bringen kann, ne? Etwas Schönes, wo man so denkt, oh, wie schön das ist, ne? Dass ich das so wahrnehme oder dass dieser Mensch mir das so kommuniziert. Das kann auf sämtlichen Wege sein, ne? Aussendung. Ihr versteht das mittlerweile, was ich meine damit, ne? Anhand von Gesagten, wirkliche Nachricht, Zubewegung, Zubewegung, auch wenn ihr den Menschen jetzt noch nicht so innig kennt.
dann merkt ihr, dass der Mensch einfach immer wieder da ist. Ne? Der gibt euch irgendwie Sicherheit. Der versucht euch Sicherheit zu vermitteln. Erstmal leicht, neu, frisch. Also der bahnt sich dann immer wieder an. Oder auch wirklich durch Blicke, durch Gesten, sowas in der Art. Ne? Gucken wir mal weiter, da. Wie siehst du das Ganze? Der Mond, ja. Die Gefühle, Anziehungskraft, starke Gefühle. Das ist auch die Anerkennung, die man sich wünscht. Man wartet auf Anerkennung, man sehnt sich nach Anerkennung. Und das sind die tiefen, starken Gefühle, die man für diesen Menschen hat. Das ist etwas Emotionales auch, was in dieser Lage Bestand hat. Was dann auch mit deiner Selbstverwirklichung zu tun hat. Aber ich glaube eher, dass es wirklich eher um eine Verbindung hier geht. Etwas, was tief geht, ne? Gefühle, man hat Gefühle. Klären wir das mal auf wieder. Der Mond hier auf deiner Ebene, wie du das Ganze siehst. Ja, oh, schon wieder die Ruten. Ha, die Sonne und die Ruten, ja. Dieser Mensch bringt dich zum Strahlen, beziehungsweise man hat die Wärme, man spürt die Wärme. Das ist auch nochmal die Energie, dass man diese Wärme von diesem Menschen empfängt, aber trotzdem ist man hier im Zwiespalt, wieder hin und her gerissen. Ne? Man macht sich Gedanken, man macht sich sehr viele Gedanken. Man ist mit sich im Konflikt. Das Ganze raubt natürlich auch viel Energie. Ne? Man setzt sehr viel Energie da rein. Man hat hier Gefühle, die sehr viel Energie kosten auch. Auch wenn man verliebt ist natürlich. Ne? Was haben wir da? 42. Das ist die Maske wieder. Also, ja, das ist noch etwas Verborgenes, beziehungsweise man kann noch nicht wirklich hinter einer Fassade blicken, hinter eine Maske blicken, obwohl dieser Mensch schon Sicherheit zuwirft. Ne? Aber trotzdem hat man das Gefühl, ja, man kennt den Menschen vielleicht noch nicht hundertprozentig. Entweder hält man sich da selbst noch verdeckt oder aber man hat das Gefühl, ja, ich weiß nicht, ob der Mensch sein wahres Gesicht zeigt, ne? Oder ob der etwas verbirgt oder ob das einfach nur mehr Schein als Sein ist. Ne? Da ist man sich irgendwie unsicher. Ihr könntet auch überlegen, ja, warum hält der Mensch sich noch so verdeckt oder was hält der Mensch noch so verdeckt? Warum? Es ist ja immer wieder das Gleiche, dass die Menschen erstmal noch Masken aufsetzen, auftragen. Nicht? Neue Menschen, ist klar. Man selber macht das ja auch meistens, dass man da noch nicht wirklich sein komplett wahres Gesicht zeigt oder etwas offenbart, seine Gefühle zeigt, etc. Ne, das wisst ihr ja. So, gucken wir mal, was da von außen auf dich einwirkt. Wieder. Wow, die Blumen, die Uhr, die Schlange und der Bär. Also, ja, Überraschung. Charme, charmantes Verhalten, etwas Überraschendes. Dann haben wir die Uhr, die für eine bestimmte Zeit stehen kann. Ja, und die Schlange, die steht da natürlich auch für Verwicklungen, hin und her gerissen sein. Aber das kann auch die Strategie sein, ne? Hier raffiniertes Verhalten. Und der Bär, der zeigt auch nochmal Aktion an. Jemand kommt in Aktion, jemand geht in Aktion. Mut, Vertrauen, Vertrauen. Das ist die Sympathie, die hier auch verspürt wird, ne? Und ja, vielleicht braucht der Mensch auch ein bisschen Zeit noch, ne? Weil, ja, Geduld, Zeit. Dieser Mensch ist vielleicht auch noch hin und her gerissen, ne? Und sich unsicher, ja, gehe ich auf den Widder zu, gehe ich auf Widder zu, gehe ich in Aktion? Ja, inwiefern kann ich dieser Sache vertrauen, ne? Dieser Situation vertrauen? Hin und her gerissen sein, ob man die nötige Stärke, die Kraft dazu hat, etwas in Gang zu bringen. Ne? Oder aber eben, ja, man wird hier wirklich charmant, raffiniert, etwas in Bewegung setzen, ne? In Aktion treten. Vielleicht ja erstmal nur ganz leicht, nicht gleich in die Vollen gehen zum Beispiel, ne? Aber schon tätig sein. Klären wir das mal auf. Was hier von außen auf dich zukommt. Die Blumen, die Uhr, die Schlange und der Bär. Was ist denn hier los? Oh, guck an, hier schon wieder der Bär. Noch eine Karte. Oh, und die Schatzkiste. Wow.
Ja, Widder, sage ich ja. Aktion, hier ist jemand tätig, hier hat jemand den Mut, hier fest jemand den Mut. Die Schatzkiste, das ist etwas, was sehr viel Wert mit sich bringt. Wertvolles, etwas Wertvolles, wo man den Wert erkennt. Die Schatzkiste ist auch immer so eine Sache, ja, man macht sie auf und man verschließt sie ganz schnell wieder, ne? So von wegen, ja, oh, das ist wirklich etwas Wertvolles, das ist ein Schatz. Ich bewege mich darauf zu, aber ich mache das gleich mal wieder zu, ne? Also, wie gesagt, noch nicht ganz in die Vollen gehen, aber schon etwas zeigen, etwas preisgeben, den Mut haben, die Stärke haben. Das ist auch etwas Kraftvolles, wo hier jemand merkt, ja, das ist eine Fülle für mich, ne? Das ist eine Erfüllung für mich. Es kann bedeuten, dass da jemand in die Tat geht, ne? Wie schon gesagt, durch nette Gesten, durch sich immer wieder zeigen, immer wieder präsent sein. Und ja, das gibt dir einfach auch diesen Wert, ne? Das gibt dir diese Fülle. Das ist wie so ein Geschenk praktisch. Und das ist auch die Erinnerung, wo man sich dann zurückerinnert, ne? Wie hat der Mensch etwas preisgegeben? Wie hat der Mensch etwas gesagt? Wie kam das rüber? Wie hat er es gemeint, ne? Das versucht man dann auch wahrzunehmen natürlich. Was haben wir denn da im Hintergrund? 73. Ja, das ist die 10, das ist die Sense, das ist die Plötzlichkeit. Etwas, was dann plötzlich da ist, was plötzlich passiert. Oder auch eben ist das wirklich diese harte Arbeitskraft, die jemand hier anwendet, die harte Arbeit, ne? Da muss sich jemand wohl echt überwinden, ne, das zu machen. Natürlich ist das auch der Cut dann, ne? So, dass da dann Cut gesetzt wird, dass man wirklich etwas cutten muss, etwas einschneiden muss. Die Situation überhaupt anschneiden muss, damit etwas in Gang kommt. Ne? So, gucken wir mal, was deine Hoffnungen oder Ängste sind da. Oh, siehst du, der männliche Part hier, der Mann. Also, ja, dieser Mensch ist dir sehr wichtig. Das ist deine Hoffnung. Du wünschst dir diesen Menschen, du wünschst dir eine Verbindung mit diesem Menschen. Dieser Mensch verbirgt sich in deinen Hoffnungen. Ja, und wenn ihr als Mann zuschaut, dann habt ihr natürlich die Hoffnung, dass ihr als, wie soll ich das sagen, dass ihr für diese Frau im Fokus steht. Das ist witzig. Ja, am Anfang hatten wir ja hier die Dame auch, ne? Wahnsinn. Der Mann und die Frau hier. Verbindung, ganz klar. Ihr habt die Hoffnung, dass ihr für diese Frau auch wirklich stark und präsent rüberkommt, dass die Frau auch nur Augen für euch hat, dass ihr es schafft, dass die Dame die Aufmerksamkeit auf euch lenkt, ne? Eroberung. So, schauen wir mal wieder. Der Mann hier, deine Hoffnungen oder Ängste, das ist natürlich deine Hoffnung. Was ist hier los mit diesem Mann? Ja. Die Mühle. Noch eine Karte. Oh, Mensch, ja, siehst du. Und die Wolken, wie hier ja auch. Es ist wieder diese Wiederholung, dass man in Unklarheiten steckt. Man möchte nicht in Unklarheiten stecken. Ne? Man wünscht sich, dass dieser Mensch sich endlich Mühe gibt, dass die Wolkensicht verschwindet. Ne? Oder aber eben ihr selber hier, ne, wenn ihr als Mann hier zuschaut. Ihr gebt euch sehr viel Mühe, dass ihr diese Unklarheiten bewältigen könnt, dass ihr eine klare Sicht habt, dass das Ganze nicht unsicher ist, dass diese Verbindung nicht unsicher ist, dass ihr nicht mehr in Unsicherheit steckt. Ganz klar. So, was haben wir da im Hintergrund? 67. Und das ist schon wieder das Mädchen, das hatten wir hier auch. Ja. Wieder die Neuanbahnung, Neuanfang, Leichtigkeit, Schwelgen, Schweben, ne? Sensible Gefühle, Sensibilität, Unschuld, auch manchmal Naivität, Ängste, dass man etwas naiv betrachtet, dass man da etwas illusionsbehaftet sieht, ne? Wolkensicht, das ist deine Angst auch mitunter, ne? Ist ja klar. So, wieder, jetzt schauen wir mal, was die Ausgangslage hier zeigt. Bin mal gespannt. Wow, die Brücke, oh, und die Vögel. Ja, Verbindung, Brücken herstellen, eine Brücke herstellen, eine Verbindung herstellen, Brücken aufbauen. Die Vögel, die zeigen eine gewisse Aufregung an. Das ist auch eine Verliebtheit, Beflügelung.
Das sind auch Gespräche, ne? Dass jemand versucht, in Kommunikation zu treten mit dir. Dass da jemand versucht, eine Verbindung herzustellen auf kommunikativer Art und Weise. Ja, oder auch sind das einfach wirklich die Schmetterlinge im Bauch, ne? Man versucht zu bauen, ne? Nochmal ein Stückchen, sich zu verbinden. Diese Verbindung ist sehr, sehr aufregend, ne? Sehr viel Beflügelung, sehr viel Verliebtheit hier. Klären wir das auch mal auf hier. Die Ausgangssituation, die Brücke und die Vögel. Was ist hier los? Das Haus. Noch eine Karte. Ja. Na komm schon. Oh. Und der Siegel. Also Sicherheit, Stabilität, Geborgenheit. Stempel drauf. Man erkennt hier jetzt, dass es langsam echter und realer wird. Der Siegel, das ist der Stempel, der dir sagt, ja, das ist echt. Ne? Man fühlt das Ganze, man kann sich langsam sicher sein. Ne? Etwas beflügelt und so weiter, aber man bekommt auch seine Sicherheit, seine Stabilität. Also man empfängt hier auch Geborgenheit. Man kann sich geborgen fühlen. Also natürlich ist es noch nicht die hundertprozentige Garantie, ne? Weil man ist einfach noch in dieser verliebten Energie, Beflügelung etc. Und man wünscht sich natürlich die komplette Sicherheit in der Sache, ne? Dass das besiegelt wird hier mit dem Siegel. Ne? So, was haben wir da im Hintergrund? 42. Ja, ist wieder die Maske. Ne? Noch so ein bisschen Maskenverhalten, noch Zurückhaltung. Aber es kann bedeuten, dass sich da jemand jetzt so langsam hinter die Maske schauen lässt, ne? Weil die Sicherheit hier aufkommt. Und der Siegel. Ne? Man kann langsam die Maske entschleiern, ne? Diese Tarnung, sich tarnen. Ne? Weil ja, dieser Mensch bewegt sich einfach in deine Richtung. Ne? Man sieht Stabilität, man sieht Sicherheit. So, Widder. Jetzt schauen wir mal, was die Feen noch zu sagen haben. Eine Orakelkarte aus dem Feen-Tarot noch dazu, zu dieser Legung. Auch ging ja schnell. Der Mond. Machtvolle, intuitive Wahrnehmungen. Angst und Sorge loslassen. Die Wahrheit einer Situation erfassen. Der Mond, ja, Anziehungskraft, Ängste, Verbindung, Unbekanntes entschleiern, ne? Wahrnehmungen, wie nehme ich das wahr, was da auf mich zukommt, wie nehme ich den Menschen wahr, diese Masken, hinter den Masken blicken, die Masken fallen lassen, Maske entschleiern, ne? Die Intuition, hör auf deine Intuition leitet dich auch, ne? Intuitives Erfühlen, intuitive Wahrnehmungen. Angst und Sorgen loslassen hier, ne? Diese Bedenken, diese Ängste. Und ja, die Wahrheit der Situation erkennen, ne? Wahrheit und Klarheit. Widder, ne? Wie gesagt, das kann wirklich eine Verbindung sein, die einfach noch so ein bisschen im Dunkeln tappt, eine neue Verbindung, ein neuer Mensch. Jemand strebt hier nach Anerkennung, Anziehungskraft herrscht, Verbindung. Ne? Und ja, du darfst deine Intuition da auch mit einbringen. Ne? Höre auf deine Intuition. Was sagt deine Intuition dir, dein Gefühl? Mein lieber Widder. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen wunderschöne Geburtstage. Genießt das Ganze. Ich hoffe, die Legung hat euch gefallen. Und bis bald, ihr Lieben. Tschüss.